the thing is, it trickles off. Wir sind angekommen in unserer nächsten Unterkunft. Wir sind eben fast 3 Stunden gefahren von County Galway Richtung County Clare. Wir waren eben zwischendurch noch in Galway City shoppen. Ich habe mir einen Rucksack gekauft und ein T-Shirt, zeige ich euch nachher noch. Und ja, dann wollten wir noch für Keyser shoppen, haben wir da aber leider nichts gefunden. Und ja, jetzt sind wir hier angekommen. Wir sind in der Nähe von den Cliffs of Moher, wollten wir uns eigentlich gerne angucken, aber ja, gerade als wir hier ankamen, fing es an zu regnen und das soll auch gleich noch richtig heftig schütten. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da heute noch hinfahren. Ansonsten machen wir das vielleicht morgen, bevor es wieder weitergeht. Ja, mal gucken. Es soll heute leider den ganzen Tag noch regnen. Ja, typisch Irland. Aber gut. Ich zeige euch natürlich wieder, wo wir jetzt hier sind für diese eine Nacht. So, hier ist die Eingangstür. Hier haben wir einen kleinen Schrank. Badezimmer. Das ist unser Bett. Und hier ist das Badezimmer. Wir haben es jetzt einfach mal gewagt. Es nieselt ein bisschen, aber wir sind trotzdem noch losgefahren. Ich hoffe, das Wetter hält sich jetzt noch ein bisschen. Ja, es ist auf jeden Fall gut was los hier. So, jetzt fing es doch ein bisschen schlimmer an zu regnen. Wir haben uns die Cliffs angesehen, wir haben eben was gegessen. Zwar nur Pommes, aber immerhin was Warmes im Magen. Jetzt werden wir noch schnell eben kurz ein bisschen was einkaufen fahren, also Lebensmittel. Und dann zurück zum Hotel und werden da den Abend in Ruhe ausklingen lassen. In der Unterkunft angekommen und ich wollte euch ja noch eben zeigen, was ich in Galway gekauft habe heute, und zwar einmal diesen Guinness Rucksack. Der war ein Muss, denn die Koffer sind alle voll mittlerweile. Wir haben irgendwie doch ein bisschen zu viel gekauft, und obwohl ich schon extra ein bisschen Platz gelassen hatte auf der Hinreise, ja, aber irgendwie kommt fast jeden Tag noch irgendwie gefühlt was dazu.
Deswegen, ja, musste noch ein neuer Rucksack her. Denn auf der Hinreise habe nur ich einen Rucksack mitgenommen und Kies hatte keinen Rucksack dabei. Und der darf ja eigentlich auch noch einen Rucksack mitnehmen. Von daher, ja, können wir den auch noch so ins Flugzeug mit reinkriegen. Dann habe ich mir noch ein Galway-T-Shirt gekauft. Und zwar das hier. Und dann noch Ohrringe, die waren runtergesetzt auf nur 5 Euro. Mit Kleeblattmuster. Fand ich auf jeden Fall auch sehr schön. Habe ich deswegen auch mitgenommen. Und ja, auch noch wegen der Kofferproblematik. Ich habe mir bei der Post noch so einen Karton geholt. Da habe ich jetzt ein bisschen was von unseren Sachen reingetan. Das schicke ich dann mit der Post nach Hause, weil anders werden wir das nicht alles mitkriegen. Wir werden jetzt den Abend noch in Ruhe ausklingen lassen, denn es regnet. Deswegen macht es jetzt auch nicht Sinn, noch großartig irgendwas draußen zu machen. Morgen geht es weiter Richtung Inch Beach. Dort werden wir auch wieder 2 Nächte verbringen. Und ja, danach geht es schon wieder zurück nach Dublin für eine Nacht. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Also ja, der Endspurt naht, leider. Wir haben gerade lecker gefrühstückt, unsere Sachen ins Auto gepackt und jetzt geht es von County Clare Richtung County Kerry. Wir haben ungefähr 3 Stunden Fahrt vor uns und das Wetter ist heute wieder absolut schön, wie man sehen kann. Blauer Himmel, Sonnenschein, es ist richtig warm. Ich hätte eigentlich auch ein T-Shirt anziehen können heute. Ich hoffe, das bleibt so. Wir sind angekommen in Inch Beach nach über 3 Stunden Fahrt, haben uns jetzt ein lecker Eis gegönnt, haben noch eben was geshoppt. Ja, da vorne im Hotel haben wir sonst immer übernachtet und in das Hotel, wo wir jetzt müssen, da können wir erst in einer Stunde ungefähr rein, deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen Zeit hier vertreiben. Mehr, wenn wir schon in Irland sind. Es ist allerdings saukalt, das Wetter. Aber mit den Füßen geht es zumindest. Aber es sind ja auch echt viele sogar am Baden und am Surfen. Aber nee, das traue ich mich heute nicht. Gies hat auch keine Lust, der ist da eben stehen geblieben. Ja. Aber ich finde das so toll hier am Meer. Dieses kleine, aber feine Häuschen, sogar mit Außenbereich. Und hier sind wir, wie gesagt, auch wieder 2 Nächte. Ist auch ein bisschen größer.
Mit eigener Küchenzeile sogar. Hier haben wir eine kleine Sitzecke. Mit Sofa sogar und einem Kies. Hier haben wir wieder ein schönes Doppelbett. Ja, Fernseher, auch mit Netflix und allem drum und dran. Hier haben wir jetzt auch mal wieder einen Toaster. Wir können uns vielleicht mal wie was zu essen machen. Mikrowelle, Kühlschrank, alles was man eben halt so braucht. Und hier müsste dann noch das Badezimmer sein. Ja. Ja, hier sind wir jetzt also 2 Nächte. Ich glaube, hier kann man es aushalten. Und es ist ungefähr nur 2 Kilometer vom Inch Beach entfernt. Vielleicht gehen wir da heute Abend noch essen in der Nähe oder irgendwo anders. Ich muss mal gucken, wo es was Schönes, Leckeres gibt. Auf jeden Fall ist das Wetter jetzt noch top. Vielleicht machen wir gleich noch was Schönes. Gucken wir mal, wozu er hier noch Lust hat. Gäste haben wir offensichtlich auch schon. Willst du reinkommen oder was ist hier los? Habe ich mich gerade erschrocken, als ich die Tür aufgemacht habe. Und das hier habe ich eben am Strand noch gekauft. Eine Irland-Tasche mit Schafen, weil meine alte ist nämlich ein bisschen kaputt gegangen. Ja, mit so einem Aufbewahrungsding. Eine Salz- und Pfefferstreuer, auch mit Schafen. Fand ich irgendwie niedlich, mussten mit. Und dann noch diesen Guinness-Hoodie. Wir sind zurück in der Unterkunft. Das war perfektes Timing, denn jetzt fängt es natürlich wieder an zu regnen. Ja, wir haben eben lecker gegessen, waren noch ganz schnell einkaufen. Und zwar haben wir ein paar Kelloggs besorgt, Milch, denn jetzt haben wir endlich mal wieder einen Kühlschrank hier. Ja, ein paar Getränke, Schokobrötchen. Das reicht für morgen auf jeden Fall erstmal. Also morgen wird ein Kelloggs-Esstag, da gehen wir nicht irgendwo auswärts essen. Ja, und morgen haben wir vor, ins Schwimmbad zu gehen. Das heißt, ich werde morgen auch nicht wirklich viel filmen können. Und ja, also morgen ist Schwimmbadtag bei uns angesagt und mal gucken, was da noch so anliegt. Vielleicht gucken wir uns hier 1, 2 schöne Gegenden noch an. Mal gucken, wie wir das zeitlich so schaffen morgen. Und den Tag danach geht es ja auch schon wieder Richtung Dublin für die allerletzte Nacht. Und dann den Morgen danach fliegen wir schon wieder nach Hause. Das heißt, die 3 letzten Tage werde ich dann zusammen in einen Vlog packen. Weil, ja, morgen Schwimmbad, danach sind wir eigentlich fast nur im Auto unterwegs und den Tag danach fliegen wir schon wieder. Also da wird auch nicht so viel passieren, deswegen, ja, kommen da 3 Tage dann in einem Video. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, ja, schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis dahin, ciao.